Meine älteste Schwester hat Geige gespielt und ich habe auch mit 5 Jahren angefangen, Geige zu spielen. Wir haben viel musiziert. Und die Geigen sind allerdings im Krieg dann kaputt gegangen. Das war auch so, wie soll ich sagen, grotesk fast. Als wir Cottbus verlassen haben, wir sind ja zu Fuß, sind wir von Cottbus weggegangen. Und hatten also einen Leiterwagen, also kennen Sie ja sicher auch, so einen richtigen stabilen Holzleiterwagen, Handwagen, wo also das Allernotwendigste drin war, was so mitgenommen wurde. Und ich hatte meine Geige unterm Arm und damals so einen Stoffhund, den ich, also mein Lumpi, ja, den habe ich. Und mit dem bin ich also durch die Lande gezogen. Und wir landeten dann unter anderem, also den ersten Kontakt mit den Russen hatten wir praktisch in Zossen. Wir kamen also irgendwann, ich weiß nicht, ob am ersten oder zweiten Tag nach Zossen, haben dort also kampiert oben im Museum. Und dann kamen die Russen, da mussten wir das verlassen. Und in diesem Museum ist dann auch der Handwagen zurückgeblieben. Und wir sind dann in so einem Nachbardorf gewesen, wo wir dann übernachtet haben. Und am nächsten Morgen kamen dann die Russen. Und wir sind dann also auch wieder weg. Und dann haben die noch geschossen. Also wurde mal erzählt, die haben auf uns geschossen, haben uns aber zum Glück nicht getroffen. Wir sind also dann ohne Gepäck mehr oder weniger nur mit dem gegangen, was wir so hatten. Naja, und dann fing so eine Irrfahrt an oder so ein Irrweg. Wir sind dann immer zu Fuß, immer auf Bahngleisen entlang über Wittenberg und was weiß ich, wo wir überall waren. Aber Sie zu siebt, Ihre beiden Eltern und Ihre 5 Geschwister. Ja, immer nur meine Mutter mit uns 5 Geschwistern. Vater war ja in Berlin. Ach, der war dann wieder weg, okay. Der musste ja wieder zurück. Der war bei Telefon und der war, wie damals hieß, Werkluftschutzleiter. Nicht? Also der war dafür zuständig, wenn Fliegeralarm war, hier das Werk einigermaßen irgendwie zu organisieren. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Und meine Mutter ging mit uns Kindern also dann auf die Flucht. Und immer mit dem Ziel, wir wollten nach Berlin, sind da aber, wie gesagt, nie angekommen, landeten letztendlich, ich weiß noch, eine Zwischenstation in Wittenberg. Sind dort untergebracht worden im Krankenhaus und zwar unten in so einem Kellergeschoss. Und also meine Mutter war tief am Verzweifeln und ich weiß noch, wir sind dann zunächst mal im Schloss gewesen, Wittenberger Schloss. Und wir liefen da also heulend über die Galerie und immer, Mutter wollte mit uns in die Elbe gehen. Ja, also so, wir sollten. Aber war nicht. Wir haben dann unten in diesem Kellergeschoss und das waren da so immer so Räume, große Räume, aber offen. Keine Wand, keine Tür, sondern so wie eine Nische, nur aber groß. Und Mutter hat uns dann am nächsten Tag erzählt, dass die Russen da durchgelaufen sind und sie eine furchtbare Angst hatte, dass irgendjemand von uns Kindern irgendwie hustet oder sich bemerkbar. Die haben ja nicht gemerkt, dass da jemand schlief. Denn sie hatte natürlich immer Angst um die beiden ältesten Schwestern. Ist ja logisch. Die waren 15 und 14 damals. Die waren ja für die Russen wie ein gefundenes Fressen, nicht? Und dann landeten wir schließlich in Coswig im Anhalt, wurden dort einquartiert in so ein, naja, wie könnte man sagen, so ein Zirkuswagen, wie so ein Holzwagen, wo die Artisten und so auf ihren Touren lebten. Da war auf der Wiese stand dieser Wagen und da haben wir drin gewohnt. Nicht? Und da kam allerdings dann war der Krieg zu Ende und wir warteten nur noch auf die Möglichkeit, nach Berlin zurückzukommen. Nicht? Und sind dann von dort aus mit der Bahn nach Hause gefahren.